Oh, yeah. Du kommst mal her, Fräulein. Achso, das geht jetzt nicht mehr, okay. Lara. Kommst du da noch raus, irgendwo? Würdest du irgendwie mal klettern oder so? Dankeschön, vielmals, Lara. Ist zu freundlich von dir. So, Schnecke. Komm mal ran hier. Oh Gott, natürlich an dem hier. Das muss gesessen haben. Oh oh. So, nächstes Level. Hätte doch eher das Sturmgewehr nehmen sollen. Verdammt. Naja, ist nix. So, wir nehmen das mal ein. Gehen wir weiter. Aua. Komm ran, Junge. Heilmittel. Heilen brauchen wir nicht. Können wir nicht. Gut. Gehen wir da hoch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sorry, Freunde, ich bin bald ein bisschen konzentriert. Federn, wofür brauche ich denn Federn? Ja. Jetzt bin ich hier oben. Ich kann da ja nichts anhaben. Da muss ich irgendwie hin. Mich ja auch so lange nicht an, war. Einfach mal alles mitnehmen, was hier liegt. Da kommen wir auch nicht weiter wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen da lang. So wie es aussieht. Ja.
Okay. Soweit blicke ich das. Sollte noch einmal sein und dann habe ich sie. Glaube ich. Na. Versteck dich. Ja, noch lass du. Nein, oh, Alter. Nolle. Ach, was? Willst du mich verarschen oder was? Das sein, ja, Mann. Was versteckt ist. Anstrengend. Es ist natürlich fies, dass du das jetzt da nochmal hoch musst. Aber wenn ich so blöd bin. Warum muss er mich denn jetzt auch abstechen? Die Nutte. Nee. Ich kann mich doch ganz normal angreifen und ich kann mich doch dann wehren, oder? Oder muss das wirklich so eine Scheiße sein? Naja, solange die ja nichts macht. Guck mal, die bleibt sogar da. Hätte ich sie jetzt gleich anzündeln können. Bleibt ruhig da. Ist gut für mich. Ich gehe sogar nicht gleich darüber. Nee. Ich glaube, ich muss dahin. Weil ich will mal dahin. Sagen wir es so. So, warten wir mal ein bisschen. Genau. Das sage ich auch immer. Nimm die Kiste mal mit. Au. Das hat Aua gemacht. So, Fotzki, wo bist du denn? Mal sein lassen. Echt verbunden. Du bleibst schon da. Keine Zeit. Yam. Wie komme ich noch höher? Da. Ja, genau. Ja, genau. Ist ja.
aufhören, mich abzuschießen? Hässling. Piss dich mal. Ja, ich sag dazu nur nichts. Diese Farben, ne? Die machen mir einen wahnsinnig. Da. Ah. Das ist natürlich nice. Boah, was ein DLC, ne? So, wir müssen höher. Also schwer ist die nicht, ne? Falls sie das irgendwie schwer machen wollten, ist es nicht schwer. Ich verstehe halt nur nicht, warum man so viel Munition bekommt. Für nix, quasi. Halt dich doch fest, Mann! Was ist denn los bei dir? Warum hältst du dich nicht fest? Weil du weißt schon, dass ich da hin muss, gell, oder? Ja, ja. Ja, wir haben es ja bald. Ist ja okay. Schrein nicht ganz so. So. Noch zwar keine Ahnung, wo ich hin muss. Da war ich. Da war ich auch. Da war ich auch. Ich denke mal, dass ich da oben hin muss. Hier wieder Gegner zu. Ich schaff die doch nicht, oder? Aber ich muss dahin. Das ist der höchste Punkt. Alter, lol. Überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, ey. Die Schatze ist nice. Kann man einfach anders nicht sagen. Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer Sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was Sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot.
Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Ich habe den letzten Kessel drin abgestellt. Du solltest dich jetzt umsehen können, ohne, naja, durchzudrehen. Sei vorsichtig beim Klettern. Vielleicht ist eine Art Schwindelig von dem Voll. Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen, aber sie fürchten sich. Die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga. Großmutter Schlange, Hexe. Sie werden sterben, schreien vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Ach, alter Schwede. Sorry, wenn ich mich extremst behindert angestellt habe. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Was für ein Revolver? Baba Yagas Waffe. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenbesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos. Sehr fabelhaft. Wunderkurve, schön. So, zeig doch mal, wie das hier aussah. Alter. Ich hab billig gemacht, ne? Tja, bewusst wie. Hab ich das übersehen? Gut, ich spiele es aber nicht nochmal ganz nach oben, weil ich glaube, da wird ja auch nichts mehr sein, oder? Dokumente. Regionübersicht.
Aber unterm Stress kann ich das viel besser.